zurück zum Thema. Man weiß ja nie, hat die Mami gesagt. Und das stimmt, man weiß wirklich nie. Also gerade als Kind weiß man ja eigentlich gar nichts. Also man weiß ja nur das, was die Eltern einem sagen, aber das, was die Mami sagt. Zum Beispiel, die ist auch nett, oder? Die hat auch nicht gewusst, dass wir einen Namen schön aussprechen kann. Das Mami hat gesagt, Jeanette, und dann ist das gewesen. Also ich habe auf jeden Fall noch nie gehört, dass Jeanette ausrufen. Und ich habe viele Jeanettes gehabt im Jahrgang. Noch nie gehört, wenn Jeanette gerufen worden ist von Mami. Habe ich also nicht gerufen, Jeanette, hat nie Jeanette geantwortet und gesagt, nein, Mami, das heisst nicht Jeanette, weißt du? Das Hund, das heisst Jeanette, weißt du? Das ist der Diminutiv von Jeanne. Und das kommt von Johanna. Und das kommt aus dem Hebräischen. Und das heisst, Gott ist gnädig. Also wenn du mir Jeanette sagst, anstatt Jeanette, dann ist das eigentlich Gotteslästerung, wenn man es genau nimmt. Das hat nie eine Jeanette gesagt, oder? Gut, das tönt auch nach einer mega mühsamen Jeanette, oder? Das tönt ein bisschen so nach einer Jeanette, die auch nicht Tortellini isst, wenn man Tortelloni sagt. Und umgekehrt. Oder so eine Jeanette, die in der Schule einmal immer sagt, sie haben wir nicht noch aufs gekauft heute. Oder so eine Jeanette, die dann später, 30 Jahre später, wenn sie selber Kind hat, irgendwo in die Berner Innenstadt oder Zürcher Langstrasse zügelt, irgendwo in so einem belebten Stadtviertel und dann gleich jeden Abend der Polizei anläutet, weil ihre Marie Antoinette und ihren Yannick Napoleon nicht einschlafen können. So eine Jeanette halt, die niemand braucht. Und da ist mir eben nicht gekommen. Ich dachte, vielleicht, das ist nur eine Theorie, vielleicht ist ja jede Jeanette, die in der Ostschweiz auf den Namen getauft worden ist, eigentlich ein ungewolltes Kind. Ja, nein, aber wieso nennt man denn das Kind so, wenn man nachher weiss, dass man es eh nie will, können schön aussprechen, den Namen? Ich weiss, viele sind, oh, ungewolltes Kind ist offensichtlich ein Tabu, oder? Aber warum? Oder? Wer ist denn wirklich ein gewolltes Kind? Oder? Ich meine, gibt es da Statistiken? Wer fragt man? Die Eltern? Sind die ehrlich? Das ist doch eine Grauzone. Mir ist klar, dass wir auch alle hier im Publikum finden. Natürlich bin ich ein gewolltes Kind. Natürlich, das finde ich auch. Logisch, oder? Ja, natürlich bin ich ein gewolltes Kind, oder? Logisch, ich hau lieber, wenn meine Eltern mir sagen, ja, wir haben, ja, natürlich haben wir die wollen. Natürlich, wir haben jahrelang haben wir dafür geschafft, ja, geübt auch, was die heisst geübt haben. Und irgendwann so lange haben sie daran geschafft, oder, um ein schönes und ein gescheites und einfach ein perfektes Kind auf die Welt zu bringen. Oder? Und dann bist du gekommen, haben sie zu mir gesagt, und hast all die Erwartungen noch übertroffen. Das habe ich auch lieber, als wenn sie würden sagen, ja, du, dort mal beim Campen St. Margrethe haben wir nicht so gut aufgepasst, aber schau, wir hätten dich trotzdem gern. Ist ja logisch. Vielleicht ist es ja dann wirklich so, dass bei jeder Jeanette, oder sozusagen bei dem Empfängnis, also das sieht man auch, Empfängnis und Gefängnis ist ja mega nah beieinander. Aber dass jedes Mal bei der Jeanette dann die Mami so zum Papi gesagt hat, ja, schau jetzt haben wir das Geschenk. Wie man so schön sagt, jetzt ist halt wieder für eine Weile lang ist jetzt nichts mit der Weltreise oder der neuen Küche oder dem Sex, Schatz. Aber schau, weißt du was? Komm, wir nennen es Jeanette, dann tönt es wenigstens lustig, wenn wir rufen. Ja.